Jo, liebe Leute, wir sind da mit einem spontanen Video und zwar wollten wir gerade ein Video eigentlich aufnehmen, was am Donnerstag erscheinen wird. Genau, richtig, also, ja. Also kommt geiler Yugi-Stuff, aber wir haben gerade einen Anruf bekommen, die Bandlist wurde gedroppt und wir sitzen gerade vor dem PC und wir sind natürlich mega gespannt, ja, was sich da tun wird. Vor allem, es wird einen coolen Turnierbericht geben jetzt vor letzten Monat, wie gespielt worden wurde auf die Locals, ja, was für Decks ich spiele und schauen wir jetzt mal ist rein, aber alles oder? Anders. Also es ändert sich schon schauen wieder wir alles. Mal rein, was ist neu? Wir gehen da auf die neue Bandlist, View List hier. Wir haben jetzt den 3. Oktober und schauen wir gleich mal. Was? Fairy Tale Snow. Also gleich mal Wahnsinn. Tierelement, keine Ahnung. Also ich finde Snow war sehr stark, dieser jetzt wieder von Band auf Limited kommen. Ja, jetzt ist weg. Wieder Band. Also Fairy Tale Snow gebannt. Also schauen wir mal, wie sich das auswirkt dann. Ich spiele kein Tierelement, war immer sehr stark. Ja. Diejenigen, was Snow gespielt haben, viele werden sich nicht wirklich jetzt erfreut über sein. Aber ich finde, die Karte war auch zu stark. Also Snow war viel zu stark. Ich muss sagen, zum Glück wieder gebannt, aber das geht schon mal super los. So, dann schauen wir mal weiter. So, was ist als nächstes? Das ist alle Max C, okay, ist noch immer verbieten. Ja, das wird auch immer verbieten bleiben. Das wird auch immer verbieten bleiben, aber sonst dabei nichts neu. Oh, was? Okay. Rolling Toad nach dem Hit. Okay. Ja, es ist klar, okay. Ja. T1-Format. Komplett sprachlos, total. T1-Format, T-Elements und Spread. Und natürlich, sie müssen irgendwie hitten. Totally awesome. Wurde nicht gebannt, hätte ich mir gedacht, dass der gehittet wird, aber sie haben in Ronin Tonen gehittet. Das heißt, dieser Loop, sich die ganze Zeit wieder einen Frosch zurückzuholen aus dem Grave, ja, ist somit weg. Ich meine, das war's damit. Man kann trotzdem Swap Frog spielen, sich einen zweiten Swap Frog in Grave holen, also oder spielen oder halt durch Gigantic Sprite sich holen und den zweiten in Grave und mit 11. Aber es geht nicht mehr so schnell. Ja, und mit 11, man kann sich trotzdem, also man kann in Totally Awesome noch rein, man kann noch spielen, vor allem mit Live Twin kann man noch immer, auch ist natürlich auch Aqua, kann man auch noch Totally Awesome machen, aber Ronin Tonen auf Forbidden, okay, das ist heftig. Aber hat schon mal Spread. Ein bisschen geschwächt. Also, ich würde schon sagen, also heftig. So. Boah, es ist noch dann. Hulky Fredbrooks von Limited auf Forbidden. Jeez. Wahnsinn. Also, ich will ja gar nicht auf Cardmarket schauen. Ich will ja gar nicht die Preise von Hulky sehen. Die werden jetzt in Köhler gehen. Also, ihr wisst das wahrscheinlich. Schaut, ihr seid wahrscheinlich schon live oder wisst wahrscheinlich schon mehr, weil ihr das Video nachher dann seht. Aber Hulky verboten. Wobei ich sagen muss, auf 1, ja, 1, man hat ihn auch nur einmal gespielt, meistens. Er war schon strong, aber so wirklich das Problem, dass man den verboten hat. Schauen wir mal, wie lange das überhaupt drin bleibt. Vielleicht ist er in der nächsten. Aber er war schon OP. Ja. Also manche Sachen, Hulky war schon OP. Aber jetzt, schade finde ich, verboten. Vorher noch ein Reprint gebracht. Ghost from the Past. Ja, aber wird jetzt wahrscheinlich dadurch, dass es so massig vorhanden ist, halt nicht so mehr wert sein. Aber Hulk verboten. Also bis jetzt schon die Liste, okay. Heftig. Echt heftig. So. Prank Kids Meow ist leider noch immer verboten. Also die Prank Kids Spieler dann aber. Chaos Ruler. Okay, Chaos Ruler auch verboten. Also die hitten wirklich heftig. Die ändern das Spiel. Also die Bandlist. Komplett. Huch, okay. Da werden sicher einige Leute sitzen. Ja. Aber wirklich sehr, also komplett Strategie anders. Also sehr viele Decks. Also sind bis jetzt, bis jetzt alle Hits sehr gut. Dann schauen wir, was ist noch? Ja, die Exits sind gleich blind. Tod ist jetzt nicht gehittet worden, also wirklich, also die haben Tode, die aus dem Kammern noch machen. Aber ja, Ronin Tonen ist weg. Dann schauen wir, was ist noch dabei. Ich warte die ganze Zeit bei Dispels. Wird Mystic Mine? Ist Mystic Mine dabei? Schauen wir. Wir sind bei M vorbei. Mystic Mine ist nicht verboten. Was? Okay. Vielleicht ist er Limited. Schauen wir. Was ist noch? Red Reboot war stark. War schon vorher nur auf 1. Okay. Jetzt ganz verboten. Ich muss auch sagen, ich habe in Red Reboot zu Beginn gespielt. Am Schluss gar nicht mehr, weil ich ihn nie gezogen habe. ja, aber gut, Red Reboot, das heißt vielleicht auch Trap Decks ein bisschen mehr. Ich spiele auch gerne Labyrinth. Also vielleicht kann das ein bisschen besser werden, weil jetzt Red Reboot, man sich keine Angst haben mehr muss. Aber Red Reboot verbieten, finde ich okay. Es war stark, die Karte, würde ich sagen, aber hätte auf 1 bleiben können. Change aber Mystic Mine, nicht verboten. Was sagt ihr? Wahnsinn.
dass man die komplette verbieten lässt. Also nochmal nur verboten, also Snow auf jeden Fall weg, Ronin Toden heftig. Heftig, also da hätte ich genau, vorher noch... Genau, der Hulky Fabrics ist halt brutal, dass der ist. Aber ich finde Ronin, ich finde das gut, weil es wird einerseits, du kannst Todeskosten noch spielen, aber es ist nicht mehr, du kannst sie nicht mehr so oft loopen, du kannst sie nicht so rein, du musst wirklich überlegen, wie komme ich auf den, wie will ich den das spielen. Man muss mehr Strategie dann einfach einsetzen in das Ganze. Ja, gute Hits dabei, also auf jeden Fall die Meta ist angefasst worden, aber ja, sonst bis jetzt anders Tierlement, Sprite nicht gehittet, also man kann noch immer Full Power bis jetzt Tierlements und Sprite spielen. Dann schauen wir mal weiter, was gehen wir? Limited Karten, also welche kann man einmal spielen? Also wir haben auf jeden Fall Black Wings, Steam the Cloak, sagt mir jetzt nix, was verbieten, ist die Karte stark, ich weiß nicht, also Blackwing, ich weiß, Blackwing bekommt sehr viel Support, jetzt wird beim nächsten Hauptset ein spielstarkes Thema. Vielleicht haben sie es deswegen auf Limited raufgesetzt. Genau, auf Limited auf 1, kann ich jetzt aber so dazu nichts sagen, dazu kenne ich, ich meine, ist jetzt die Karte wahrscheinlich hier von uns eingeblendet, genau, aber das sind sowieso immer. Cyberjar, Cyberstein, der war verboten, er war sehr stark auch, jetzt ist er wieder ist auf 1. Limited, heftig. Bin gespannt, wer Cyberjar spielen wird. Ja, das ist heftig. Dann, was haben wir noch? Mecha Phantom Beast. Der war eigentlich gebannt. Ist wieder auf 1. War gebannt wegen Hulky, weil das zu stark war zum Abusen, dadurch, dass jetzt Hulky nicht mehr da ist. Mecha Phantom Beast auf 1. Man kann sich noch was Gutes holen damit, aber durch Hulky nicht mehr so abusable. Dann Substitute, okay, war verboten. Ich meine, der hat, glaube ich, nur einen Print, weil den habe ich damals bei Frösche durchgeschaut, ob man den spielen kann, aber ich glaube, das ist ein 1er. Stufe 1 war das nur. Ist jetzt nicht mehr ist verboten. Ist jetzt limitiert auf 1. Und ich glaube, die war vorher schon 5 Euro, so eine 5 Euro Karte. Bin ich gespannt, ob die jetzt den Preis mitnimmt, ob die steigen wird. Ihr werdet es wissen schon, ihr werdet es schon sehen. Dann sonst noch irgendwas Limited. Spells ist wichtig. Was kommt bei den Spells? Hat sich da was geändert? Schau mal. Nein, wieder kein... Nix. Kein Mystic Mind. Wo ist Mystic Mind? Wir haben Mind Control noch immer auf 1. Wir haben diese ganzen Power Spells. Change of Heart noch immer auf 1. Called by the Grave auch noch immer auf 1. Vielleicht haben sie es semi-limited auf 2. Aber ich... Change of Heart? Ist nicht Überläufer? Oder sehe es einfach nur nicht? Change of Heart ist da. Oh, ich sehe Change of Heart. Der ist noch immer limited. Also, aber kein Mystic Mind. Wo ist Mystic Mind? Was ist das? Spellbook of Judgment. Okay, aber auch eine starke Karte. Ist jetzt doch von verbieten auf Limited. Einmal spielen. Mal schauen. Aber kein Mystic Mind. Was ist los? Und finde ich schade. Red Lotus. A Point of the Red Lotus. Das kommt ein Video am Donnerstag, was wir dann bringen werden. Da hat es ein bisschen mit der Karte zu tun. Jetzt ist es auf 1, man hat es vorher vielleicht schon auf 2 mal gespielt mit Trap Tricks. Ich meine, sie ist stark, aber wird wahrscheinlich jetzt das One-Off werden, weil, ja, Point, ich finde es immer gut, also wenn du First gehst und du ziehst, dann kannst du die Hand von Gegner anschauen, eine Karte banishen bis zum Ende, wird jetzt dann wahrscheinlich statt Red Reboot das One-Off werden, wenn du First gehst. Ja, es ist, sonst hat sich nichts verändert, also aber jetzt sind wir semi-limited. Genau, jetzt kommen wir da noch. Was ist zweimal spielbar? Also wir haben noch alles gleich. Tank ist noch immer auf 2. Pot of Desire ist auch noch immer auf 2. Und Destiny Hero ist auch noch. Und was ist weg? Also wir haben Knight the True Draco Fighter. Okay, der war von Semi-Limited, das ist nicht mehr. Dann haben wir Spenden, war von 2. Aber ich glaube, die ist schon von 1 auf 2. Was haben wir dann noch? Fusion Destiny. Okay, das ist heftig. Von Fusion Destiny. Das ist doch... Da habe ich es geschaut, vor kurzem, die ist, glaube ich, von 5 Euro schon auf 10 Euro die letzten ein, zwei Wochen komplett einfach so gespiked. Ja, und jetzt weißt du warum. Ja, weil jetzt wahrscheinlich schon irgendwer vorher was gewusst hat und ausplaudert. Genau. Und jetzt zufällig auf einmal genauso ein, ist zwei Wochen, nachdem sie sich verdoppelt hat, einfach so. Ich meine, es ist zwar die Megatin rausgekommen mit einem Reprint vom Phoenix Enforcer, aber es ist schon sehr stark angestiegen. Bin ich gespannt, wird die auf über 10 Euro noch gehen? 15 Euro? Wahrscheinlich ist sogar schon auf über 10 Euro. Vor allem jetzt auf 3, die muss ja wieder auf 20 Euro gehen oder so. Irgend sowas, ja. Das also muss man beobachten. Muss man sich nachher die Online-Preise anschauen. Dann Nadir Servant jetzt auch, wird leider nicht mehr so viel gespielt, von 2 auf 3. Trickster Light Stage ist heftig. Also von Semi-Limited, da werden sich viele freuen. Also ich denke mal, die Sprite-Spieler werden
vielleicht anstatt der Tod-Engine jetzt die Trickster-Engine mit reinpacken. Überhaupt, wenn du das dreimal spielen kannst. Ja, dann, ne? Vor allem mir hat nämlich auch Trickster-Engine, also vom Gegner halt ein Game verloren, weil ich vergessen habe, dass der nochmal eine Karte, die gesetzt ist, zwingt zum Aktivieren oder sonst zerstört wird. Und ja, jetzt dann, ist dreimal der Fall. Also von die Semi, also Fusion Destiny finde ich heftig, Trickster Light Stage, kein Mystic Mime. Nix, die ist einfach Was sagt sie dazu? Auf jeden Fall. Seid ihr Mystic Mime Spieler, Mystic Mime Hater? Aber ansonsten, die Forbidden Lists, also ich finde, Red Reboot muss man nicht, aber Chaos Ruler finde ich gut, Hulky Fabrics finde ich gut, Ronin Todin, obwohl ich Spread spiele, sehr Tales schade. Now. Aber Ding und Snow. Also ich muss sagen, es waren gute Hits dabei, viele wird sich an der Meta nicht geändert haben. Ich glaube, Mystic Mine wird jetzt wieder durch die Decke schießen, wenn man es dreimal spielen kann. Klar. Die Mice of the Land wird auch durch die Decke gehen, um sich das zum Suchen. Ja, also wie gesagt, spontan reingeschaut, was sagt ihr dazu? Heftig, nicht heftig, hättet euch noch was anderes gewünscht? Also wie gesagt, sehr spontan die Liste. Ein paar Karten kenne ich noch gar nicht, auch nie dagegen spielen in der Meta, weiß ich nicht, ob die was bewirken. Aber schreibt uns mal eure Meinung. Was haltet ihr von der Bandlist? Und wenn ihr selber euch anschauen wollt, ist natürlich unten verlinkt in der Videobeschreibung und eine Übersicht über das Ganze ist eh zwischen noch einblendet, die Karten. Schreibt es wirklich das rein. Das ist jetzt eh auch von der englischen Seite. Wahrscheinlich wird es auf der deutschen auch noch irgendwann released kommen. Und ja, dann werden wir weiter unser Video abdrehen. Genau, richtig. Und gehen wir weiter ins Yu-Gi-Oh! Opening. Und wenn in Zukunft unsere Videos nicht verpassen wollt, ihr wisst eh, liken, abonnieren, die Glocke aktivieren. Haut rein.